Sehr geehrtes Publikum, hier im Saal im Haus der Musik und von wo immer Sie auch über Livestream heute mit dabei sind. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Simon Posch und ich begrüße Sie als Gastgeber und Hausherr sehr herzlich zu einer hochkarätig besetzten und ganz sicher kurzweiligen Podiumsdiskussion anlässlich unserer aktuellen Kabinettausstellung vom Erhabenen zum Abscheulichen, Nachdenken über Musik, kuratiert von Dr. Heinz Pallaser, der mit dem Salzburger Philosophen Dr. Bernd Waas die School of Philosophy Wien gegründet hat. Der durchaus gewollt provokante Titel des heutigen Abends lautet »Wozu Musik? Es könnte ja auch still sein« mit dem Untertitel »Theorie der Tonkunst«. Und dabei wollen wir auf die Ausstellung und den Vortrag von Herrn Dr. Pallaser Bezug nehmend nicht nur über Musik nachdenken, sondern natürlich auch über Musik sprechen. Darüber, was Musik in uns als Menschen auslöst und was Musik ist, beziehungsweise auslösen kann, sein kann. Ich danke Ihnen, geschätztes Publikum, für Ihre Anwesenheit heute und danke ganz besonders meinen Gästen, die heute am Podium sein werden, Frau Dr. Lies Hirn, Dr. Philipp Blom, Professor Dr. Dietrich Diederichsen und Professor Dr. Clemens Helsberg, die ich Ihnen nach dem Vortrag von Herrn Pallaser noch kurz vorstellen werde. Heinz, darf ich dich bitten, das Podium ist deines. Bitte schön. Auch ich begrüße Sie herzlich. Und ich möchte mich bei allen, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben, aufrichtig bedanken. Ja, wozu Musik? Es könnte ja auch still sein. Ist es denn angemessen in Anbetracht der gegenwärtigen Weltenstunde? An dieser Stelle kommt normalerweise eine Aufzählung der aktuellen Schrecklichkeiten und Scheußlichkeiten, Bedrohungen und Miseren. Ich erspare diese uns. Sie wissen, welche es sind. Also, ist es denn angemessen, zur gegenwärtigen Weltenstunde über sowas wie Kunst, insbesondere Musik, nachzudenken? Ich denke, Sie erwarten sich von mir ein klares Ja. Denn was sonst könnte jemand, der in diesem Haus, im Haus der Musik, eine Ausstellung kuratiert und hier einen Vortrag über Musikphilosophie hält, zur Antwort geben? Meine Antwort ist aber weder Ja noch Nein. Ich gehöre nicht zu jenen, die den Fehler begehen, aus einer persönlichen Neigung einen allgemeinen Imperativ heraufzubeschwören. Man kann gut leben, ohne jemals eine musikphilosophische Anwandlung gehabt zu haben. Und eine Beschäftigung mit Musikphilosophie, ja, mit Philosophie insgesamt, als unangemessen erachten. Insbesondere dann, wenn es scheinbar oder tatsächlich Wichtigeres zu tun gibt. Aber wie steht es um das Betreiben von Musik? Wie steht es um das Musizieren selbst und das Rezipieren von Musik? Ist es angemessen in Zeiten wie diesen, sich der Musik hinzugeben? Anstatt sich ernsthaftem bzw. lebensnotwendigen oder einfach den brennenden Themen der Zeit zuzuwenden. Meine Antwort ist auch hier weder Ja noch Nein. Wer bin ich, darüber zu urteilen, welche Beschäftigung jemand bevorzugt oder für wichtig hält? Oder aber verhält es sich mit Musik ganz anders? Und sich die Frage nach Angemessenheit einer Beschäftigung mit ihr von vornherein erübrigt. Ist Musik so wichtig, dass sie in jeder Lebens- und Weltenlage benötigt wird? Musik also ein Mittel, das lebensnotwendig ist?
Ich stelle mich gegen die Aussage, wie man sie aus prominenten Mündern des Kunstbetriebs immer wieder vernimmt, dass Musik ein ebensolches Lebensmittel sei. Denn die, die das behaupten, meinen oft nichts anderes, als dass es ein Lebensmittel für sie ist, weil sie Musik oder dementsprechende Derivate feilbieten und insofern ihr Mittel zum Lebenserhalt ist. Nein, man kann ohne weiteres ohne Musik leben. Wäre das nicht so, so würden Menschen massenweise an Ermangelung derselben, metaphorisch gesprochen, verdursten oder verhungern. Niemand braucht Musik. Was allerdings nicht heißt, dass Musik für so manche, ich nehme an, dass einige hier anwesend sind, wichtig ist, ja lebenserfüllend ist. Aber etwas, das ein Leben erfüllt, ist meist kein Mittel, mit dem man sich am Leben erhält. Musik, so scheint es, gehört irgendwie dazu. Gebraucht wird sie nicht. Aber was würde uns fehlen, würde es keine Musik geben? Wie würden wir leben, wenn das Musikalische niemals entstanden wäre? Wenn niemals auch nur ein Hauch einer Melodie erklungen wäre? Was wäre das für eine Welt, wenn das nicht wäre, was wir alle miteinander als Musik erleben? Wie würden wir leben, wenn es still wäre? Um diese Fragen beantworten zu können, müssen wir uns den dahinter stehenden Fragen mithin den philosophischen Fragen stellen. Wenn man über Musik im philosophischen Sinne nachdenkt, so tun sich drei Fragen auf. Erstens, was ist Musik? Also die Frage nach dem Wesen der Musik und gibt es so etwas überhaupt wie ein Wesen? Ob der immensen Vielfalt der Musik? Zweitens, wozu gibt es Musik? Also die Frage nach der Bedeutsamkeit der Musik für uns Menschen. Und drittens, wie erklärt sich die Wirkung von Musik? Denn ganz ohne Zweifel vermag sie uns zu bewegen, sei es hinziehend oder abstoßend. In der in diesem Haus noch bis Jänner 23 zu besuchenden Ausstellung vom Erhabenen zum Abscheulichen, begegnet Ihnen ein mehr oder weniger thematisch und historisch geordneter Grundriss der Beantwortungsversuche dieser Fragen. Buntscheckig, widersprüchlich und prätentiös. Theoretisch, mitunter schwierig, unnütz für die Verrichtungen des Alltags, philosophisch eben. Und noch dazu eine ewige Baustelle. Roh, unfertig und gedankliche Absturzgefahren an allen Ecken und Enden. Erlauben Sie mir zur Einstimmung für den heutigen Abend einen allzu knappen Überblick über die prominentesten Beantwortungsversuche der eben genannten drei Fragen zu geben. Oft wurde Musik mit einem Kaleidoskop verglichen, wie es etwa Eduard Hanslick getan hat. Er schreibt, jeder von uns hat als Kind sich wohl an dem wechselnden Farben- und Formenspiel eines Kaleidoskops ergötzt. Ein solches Kaleidoskop auf inkommensurabel höherer Erscheinungsstufe ist Musik. Würde uns also, gäbe es keine Musik, die Möglichkeit des Sich-Ergötzens fehlen? Oft wurde die verführende, ja entführende Wirkung von Musik hervorgestrichen, wie es sich bei Hans Heinrich Eggebrecht zeigt. Je mehr die Musik uns durch ihre sinnvolle, sinnliche Schönheit zu sich hinzieht und uns von unserem Dasein und von unserem Dasein Besitz ergreift, desto vollständiger löscht sie uns zu sich hin aus.
verlieren wir uns an sie, versinken wir in ihr Spiel. Wir geraten in den Zustand des Einswerdens unserer Befindlichkeiten mit dem, was die Musik mit uns tut. Und das ist schön, weil es uns aus der Wirklichkeit ins Schöne entführt. Würde uns also, gäbe es keine Musik, die Fluchtmöglichkeit aus dem Wirklichen abhanden kommen? In der Antike sah man in erster Linie das Harmonische in der Musik, beziehungsweise wurde vielmehr das Harmonische im Musikalischen, im Unterschied zu anderen Tonfolgen, als das Wesensmerkmal von Musik erkannt, vermutet. Und dieser Wohlklang, der in die Seele eindringt, erziehe den Menschen zur Wohlanständigkeit. Musik, antik gelesen, als das pädagogische Mittel zum moralisch Guten also. Würde uns also, gäbe es keine Musik, die Möglichkeit zur Wohlanständigkeit verbaut sein? Im Mittelalter, sofern man hier von einer einheitlichen Epoche überhaupt sprechen kann, wurde Musik zum theologischen Geschäft. Zum einen war die symmetrische Wohlgestalt selbstverständlich göttlichen Ursprungs. Und andererseits hatte die Musik die Funktion, die Seelen zu Gott zu erheben und dieselbe mit allem, was noch dranhängt, auf Erden zu unterdrücken. Als fixer Bestandteil des sogenannten sieben freien Künste wurde sie zunehmend zur Wissenschaft. Und Wissenschaft war ausschließlich Theologie. Musik sei, einem mittelalterlichen geflügelten Worte nach, die Wissenschaft vom wahrhaftigen Singen. Würde uns also gemäß dieser Einfassung, gäbe es keine Musik, der Weg zu Gott verstellt sein? Mit der beginnenden Neuzeit wurde man klangästhetisch auf die gefühlsprovozierende Wirkung der Musik aufmerksam, wie sich an einem Zitat von Wilhelm Heinrich Wackenroder schön zeigen lässt. Bald kommt Musik mir vor wie ein Vogel Phönix, der sich leicht und kühn zu eigener Freude erhebt, zu eigenem Behagen stolzierend hinaufschwebt und Götter und Menschen durch seinen Flügelschlag erfreut. Bald dünkt es mich, Musik sei wie ein Kind, das tot im Grabe lag. Ein rötlicher Sonnenstrahl vom Himmel entnimmt ihm die Seele sanft und es genießt in himmlischen Äther versetzt goldene Tropfen der Ewigkeit und umarmt die Urbilder der allerschönsten menschlichen Träume. Und bald, welche herrliche Fülle der Bilder, bald ist die Tonkunst mir ganz ein Bild unseres Lebens. Eine rührend kurze Freude, die aus dem Nichts entsteht und ins Nichts vergeht, die anhebt und versinkt, man weiß nicht warum. Würden uns also, gäbe es keine Musik, die Gefühle verflachen? Der aufklärerische Gestus, die Welt und alles in ihr wohlgeordnet und vollständig zu Papier zu bringen, der Wahn der Enzyklopädisierung, durfte auch nicht vor den Künsten Halt machen und so entstanden mehr oder weniger hinreichende Erfassungsversuche. Würde uns also, gäbe es keine Musik, ein wesentlicher Baustein, die Welt in ihrer Gesamtheit zu erfassen, fehlen? Einigermaßen neu war der im 19. Jahrhundert gefasste Gedanke, dass Musik uns in die Lage versetzen könne, der Welt Wissen abzuringen. Arthur Schopenhauer formuliert das so:
Gesetz daher, es gelänge eine vollkommene, richtige, vollständige und ins Einzelne gehende Erklärung der Musik, so würde diese sofort auch eine genügende Wiederholung und Erklärung der Welt inbegriffen sein. Allgemein und zugleich populär redend kann man sagen, die Musik überhaupt ist die Melodie, zu der die Welt der Text ist. Würde also, gäbe es keine Musik, jeder Versuch der Welt Erkenntnis abzuringen, ins Leere laufen? Der Denker, der in der Musik die Möglichkeit zur Entrückung, zur Überwindung, ja zur Selbstüberwindung sah, ist natürlich Friedrich Nietzsche. Mit seinen Worten: Damit es Kunst gibt, damit es irgendein ästhetisches Tun und Schauen gibt, dazu ist eine physiologische Vorbedingung unumgänglich: der Rausch. Man bereichert in diesem Zustande alles aus seiner eigenen Fülle. Was man sieht, was man will, was man sieht, man sieht es geschwellt, gedrängt, stark, überladen mit Kraft. Der Mensch dieses Zustandes verwandelt die Dinge, bis sie seine Macht widerspiegeln, bis sie Reflexe seiner Vollkommenheit sind. Dieses Verwandeln müssen ins Vollkommene ist Kunst, ist Musik. Es ist die Verzückung des dionysischen Zustandes mit seiner Vernichtung der gewöhnlichen Schranken und Grenzen des gewöhnlichen Daseins. Würde uns also, gäbe es keine Musik, nichts anderes übrig bleiben, als in den engen Schranken unseres unvollkommenen Selbst und unseres öden Alltags zu verharren? Als Musik zum ersten Mal an all dem gründlich irre ward, wurde sie zur Neuen. Dieses Zitat von Theodor W. Adorno klingt wie der Beitext zu einer Premiere und das war es auch. Als Motto dafür kann ein Zitat von Ferruccio Busoni dienen. Sie, die Musik, soll Konventionen und Formeln wie ein verbrauchtes Material ablegen und in schöner Nacktheit prangen. Musiktheoretisch bringt es Theodor W. Adorno auf den Punkt. Der Kristallisationspunkt aller neuen Tendenzen der Harmonik ist die Dissonanz. Die Dissonanz ist der wesentliche Ausdrucksträger, Symbol für Schmerz und Leid. Würde uns also, gäbe es keine Musik, die Möglichkeit fehlen, das, was Leben nun mal auch ausmacht, Schmerz und Leid, die Dissonanzen und Verwerfungen unserer Gesellschaft mahnend vor uns hinzustellen? Und was hat die Musiktheorie im Zeitalter der Massenproduktion, der Kulturindustrie, im Zeitalter des hemmungslosen Konsums zu sagen bzw. zu bieten? Einer der ersten, der diesbezüglich Gedanken fasste, war Walter Benjamin. Er schreibt: Die Einzigkeit des Kunstwerks ist identisch mit seinem Eingebettetsein in die Tradition. Der einzigartige Wert des echten Kunstwerks hat seine Fundierung im Ritual. Das reproduzierte Kunstwerk hingegen wird in immer steigendem Maße
die Reproduktion eines bereits auf Reproduzierbarkeit angelegten Kunstwerks. An die Stelle ihrer Fundierung aufs Ritual tritt ihre Fundierung auf eine andere Praxis, nämlich ihre Fundierung auf Politik, ihre Fundierung auf der Steuerung der Massen. Etwas, das auf Reproduzierbarkeit angelegt ist, ist Ware. Und Ware ist der Inbegriff für Entfremdung. Etwas, das des Tausches wegen in möglichst hoher Zahl entsteht und darüber hinaus dem, der es produziert, nicht gehört, steht dem Individuum fremd gegenüber. Adorno. Zum Ärgernis wird die Entfremdung in der elektronischen Musik. Sie reizt auf zur Erneuerung aller Phrasen von Mechanisierung, Vernichtung der Persönlichkeit, Entseelung. Würde uns also, gäbe es keine echte Musik an echtem Leben, mithin freiem Leben fehlen? Das Charakteristische der Popmusik bringt Dietrich Diederichsen aufs Tapet. Popmusik, so schreibt er, lebt davon, dass der Rezipient den Zusammenhang herstellt. Jetzt könnte man daraus schließen, das Subjekt ist allmächtig. Man könnte aber auch sagen, dass es vollends zum mechanischen Teil eines Zusammenhangs geworden ist, der abläuft, ohne dass es ihn ändern kann. Genauso wie ich sie als spezielle Kunst beschreibe, beschreibe ich sie auch als eine spezielle Form von Kulturindustrie. Sie ist gegen die frühen Stadien von Massenkultur und Kulturindustrie entstanden, als Verwirklichung einer Kritik daran, aber auch als Verbesserung im Sinne der Interessen der Industrie. Würde uns also, gäbe es keine Popmusik, ein Kritik als auch ein Verbesserungsmittel in einem fehlen? Am Ende dieses musikphilosophischen Schnelldurchlaufs kann man sagen, und möglicherweise drängt sich auch Ihnen dieser Verdacht auf, dass Musikphilosophie nicht populär ist, nie populär war. So wie es Karl Dahlhaus ausgedrückt hat, bei Musikern ist Musikästhetik, Musiktheorie, dem Verdacht ausgesetzt, abstraktes Gerede zu sein, das noch dazu an die musikalische Realität nicht und niemals heranreicht. Beim musikalischen Publikum, dem Argwohn, es handelt sich um philosophische Reflexion, die man den Eingeweihten überlassen sollte, statt den Verstand mit überflüssigen Schwierigkeiten zu plagen. Ein ganz und gar unpopulärer Abend also. Erlauben Sie mir zum Abschluss noch zwei Bemerkungen. Alle angeführten Zitate hier im Vortrag als auch in der Ausstellung stammen von Männern. Dies ist weder zufällig passiert, noch ist es meine Absicht. Es zeigt einfach nur, dass auch die Philosophie, wie fast alles im Abendland und auch anderswo, patriarchalisch und phallokratisch durchsetzt ist. In der Ausstellung, gleich beim Eingang, finden Sie folgendes Zitat von Günther Anders. Sehr wahrscheinlich ist es mir, dass gewisse philosophische Motive niemals aufgetaucht wären, wenn nicht Männer, sondern Frauen den Faden der Geschichte der Philosophie gesponnen hätten. Ebenso scheint es mir plausibel, dass der Begriff Welt und damit auch alles in der Welt anders aussehen würde,
wenn er seine Artikulierung durch Wesen erfahren hätte, die andere Wesen zur Welt bringen können, also durch Frauen. Stellen Sie bitte das Gehörte in Relation zum Patriarchat und zur Phallokratie, auch das eben vorgelesene Zitat. Und die zweite und letzte Bemerkung. Was will ich mit dieser Ausstellung und mit diesem Vortrag bezwecken? Gut, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nichts bezwecken werde. Mein Wollen spielt keine Rolle. Aber wenn ich mein Wollen doch artikulieren darf, so tue ich das mit der Schützenhilfe von Friedrich Nietzsche. Dass das Theater nicht Herr über die Künste wird, dass das Schauspiel nicht zum Verführer der Echten wird, dass die Musik nicht zu einer Kunst zu lügen wird. Wenn die Musik, erlauben Sie mir diesen Seitenhieb, wenn sie das nicht schon längst geworden ist, eine Kunst zu lügen. Zurück zur Ausgangsfrage. Was wäre das für eine Welt, wenn das nicht wäre, was wir alle als Musik erleben? Was wäre, wenn es still wäre? Wäre keine Musik, so meine Antwort, wäre es nicht still. Es wäre Gezeter und Getöse. Auch wenn sich ohnehin, trotzdem es Musik gibt und mitunter auch musikalisch verpackt, vielerorts Gezeter und Getöse findet, gibt es dennoch Inseln. Inseln der Kunst, Inseln der Musik. Wo auch immer diese Inseln sind, denn dort, wo man sie vermutet, sind sie nur selten zu finden. Auch wenn wir Musik nicht brauchen, wir wollen sie nicht missen, was auch immer sie ist. Und vielleicht hat ja Kurt Tucholsky letztlich recht, wenn er sagt, es gibt ein Kunstgesetz, das ewig ist. Wir wollen nicht gelangweilt werden. Ich wünsche Ihnen einen ästhetischen Abend. Vielen Dank. Bravo, darf ich dich gleich einladen? Bitte Heinz, nimm Platz. Herzlichen Dank für deinen Vortrag. Der hat inhaltlich schon so viel geliefert. Wir könnten gleich eine gesamte Gesprächsserie anknüpfen. Bitte nimm Platz. Ich darf Ihnen nun das restliche Podium, die Gäste des Podiums vorstellen und beginne mit Frau Dr. Liz Hirn. Liz Hirn studierte Geisteswissenschaften und Gesang in Graz, Paris, Wien und Kathmandu. Sie ist als Philosophin, als Publizistin und als Dozentin tätig, sowie als freiberufliche Künstlerin an internationalen Kunstprojekten und Ausstellungen beteiligt. Ihre Schwerpunkte liegen in der philosophischen Anthropologie, politischen Philosophie, interkulturellen Ethik und der philosophischen Praxis. Sie war als Gastlektorin an der Universität in Nepal tätig, hat an Universitäten in Tokio und Lima referiert und unterrichtet in Marokko. Sie lehrt philosophische Praxis an der Universität in Wien und ist zudem als Lektorin an der TU Wien im Einsatz. Liebe Frau Dr. Hirn, darf ich Sie aufs Podium bitten, zu meiner Linken. Dr. Philipp Blom. Philipp Blom ist Schriftsteller, Historiker, Journalist und Übersetzer. Er studierte in Wien und Oxford und lebt seit 2007 mit seiner Frau in Wien. Neben seiner historischen und literarischen Werken ist er journalistisch tätig und moderiert unter anderem auch die Sendung Punkt 1 auf Ö1. Philipp Bloms mehrfach ausgezeichnete Bücher verbinden historische Forschung, philosophische Erkundungen und gelegentlich Belletristik. Dass auch ihm die Musik sehr am Herzen liegt, weiß man spätestens seit seinem Buch Eine italienische Reise, in dem er sich auf die Suche nach dem Erbauer seiner eigenen 300 Jahre alten Geige begibt. Im Jahr 2018
hielt er die Eröffnungsrede bei den Salzburger Festspielen. Philipp, darf ich dich herzlich aufs Podium bitten? Herr Professor Dr. Dietrich Diederichsen, erlauben Sie mir kurz hier Wikipedia zu bemühen, ist ein deutscher Kulturwissenschaftler, Kritiker, Journalist, Kurator, Autor, Essayist und Hochschullehrer. Er gilt als einer der wichtigsten deutschen Pop-Theoretiker, wie eben auch schon im Vortrag von Heinz Pallaser vorgekommen. Was damit gemeint ist, werden wir vielleicht in einer Stunde ein wenig besser verstehen. Er studierte Hispanistik, neuere deutsche Literatur, Linguistik und Philosophie. Er ist aktiv in einer ganzen Reihe von Beiräten und Gremien, bei Festivals, Universitäten, Bundeseinrichtungen. Er lehrte an diversen renommierten deutschen Universitäten oder auch in Pasadena, USA und ist aktuell Professor für Theorie, Praxis und Vermittlung von Gegenwartskunst an der Akademie der Bildenden Künste hier in Wien. Herr Professor Diederichsen, darf ich Sie aufs Podium bitten? Bitte schön. Danke. Professor Dr. Clemens Helsberg studierte Musikwissenschaften, Geschichte und Violine und ist seit 1980 Mitglied der Wiener Philharmoniker, wo er im doppelten Sinne die erste Geige spielte, denn er war 17 lange Jahre auch der Vorstand des Orchesters. Er ist dem Haus der Musik seit der Eröffnung im Jahr 2000 eng verbunden und war auch viele Jahre unser Partner in der Reihe Künstlergespräche. Professor Helsberg ist mittlerweile seit fast 4 Jahren im sogenannten Unruhestand und gefragter Buchautor und Vortragender. Zudem hatte er nebenher ein Klassikfestival in der Schweiz mitbegründet und ist dessen künstlerischer Leiter. Als Aufsichtsratsvorsitzender der MUK, Musik und Kunst Privatuni der Stadt Wien, und mit einigen weiteren Aktivitäten ist er, so wie ich ihn kenne, mehr als gut ausgelastet. Lieber Clemens, darf ich auch dich aufs Podium bitten. Nicht verheddern. Maske, Brille und Mikrofon. Geht nicht zusammen. Ja, ich darf die Runde eröffnen und wir haben ja soeben im Vortrag von Herrn Dr. Pallaser auch einen groben Überblick, einen raschen Durchlauf, wie du es auch gesagt hast, die musikphilosophischen Positionen kennengelernt und gehört. Wenn ich mit Ihnen, Frau Dr. Hirn, anfangen darf, bei welcher dieser Positionen würden Sie sich einordnen können oder wollen oder zuordnen wollen oder vertreten Sie vielleicht eine gänzlich andere Position? Na, ich würde vielleicht eine modifizierte vertreten. Ist ja kein Geheimnis, dass ich mich auch mit Nietzsche und gerade auch mit seiner frühen Philosophie beschäftigt habe. Daher ist mir sein Zugang natürlich nicht fremd und auch das Verständnis von Musik ganz eng verwandt dem Rausch und dem dionysischen Prinzip. Ich muss aber in einem Punkt dem Vortrag widersprechen. Ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht, ob wir sie brauchen. Ich glaube auch nicht, dass eine Welt, da gehe ich jetzt wieder mit Nietzsche, ohne Musik vorstellbar ist. Und zwar ganz einfach deshalb, weil sich die Musik auch physiologisch abbildet. Und ich hatte den Eindruck oder habe den Eindruck, dass gerade in einem sehr eurozentrischen Verständnis von Musik es die Vorstellung gibt, es gibt so ein klar abgestecktes Feld. Wenn man sich aber anschaut, auch wie Musik entsteht, wie viel auf Rhythmus, auf Herzschlag geht, wenn man Musiktheorie, Tonkunst ein wenig studiert, ich bin keine Fachfrau dafür, sieht man, wie alles sich physiologisch auch quasi ableitet. Die Instrumente sind so gebaut, dass sie auf unseren Körper passen, also auf den menschlichen Körper. Es ist sozusagen etwas zutiefst Menschliches, könnte man sagen. Also ich weiß zumindest von keinem Tier, das Musik macht. Also ich denke, es stellt sich gar nicht die Frage, ob wir sie brauchen und was wäre, wenn nicht. Sie ist unumgänglich da. Insofern würde ich eben Nietzsche modifiziert vertreten. Wir haben gar keine andere Wahl. Es könnte gar nicht still sein. Es wäre vielleicht eine Geräuschkulisse, die wir nicht möchten. Stellen Sie sich mal vor, einen Raum,
der vollkommen still ist, gerade in der Stadt. Also ich habe den selten. Also um den zu bekommen, muss ich irgendwo aufs Land fahren, mich vielleicht abschließen und selbst da gibt es noch Geräusche. Das heißt, dieser stille Raum, den gäbe es eigentlich nur im Weltraum. Und die Musik ist quasi etwas, was zu dieser Geräuschkulisse dazukommt und was vielleicht auch ein Stück weit, und wie gesagt, da komme ich wieder physiologisch zurück, auch auf unserer menschlichen Disposition beruht, auf unseren Herzschlag. Und wenn Sie schauen, was Musik macht, wenn sie auch zum Tanzen anregt, wir sind jetzt in Österreich, jetzt mache ich es jetzt pauschal oder verallgemeinere, ja nicht unbedingt die Tänzerkultur. Ja? Aber wenn man sich anschaut, auch andere Musikrichtungen weltweit, dann geht es ganz viel darum, dass das Ritual der Musik begleitet, den Körper begleitet und auch den Körper anregt. Also wesentlich weniger ein Sitzen ist und Zuhören, sondern ein aktiv Teilnehmen an der Musik oder das auch Fühlen und wirklich im Beat auch nachempfinden ist. Dankeschön. Danke. Philipp, darf ich dich bitten? Ich muss sagen, ich finde es sehr schwierig, über Musik überhaupt zu sprechen, vernünftig und intelligent. Wir haben vorhin in der Ausstellung gesagt, auch Thomas Mann hat sich die Zähne daran ausgebissen, über Musik so zu schreiben, dass sie aus einem Text oder aus Worten wieder sinnlich erfahrbar wird. Ich finde das sehr schwierig. Ich meine, Zugang zu Musik ist viel instinktiver. Ich mache Musik und es ist für mich, ich kann mir eigentlich ein Leben ohne nicht wirklich vorstellen. Ich würde auch sagen, also ich meine, was braucht man schon außer Kohlenhydrate und Wasser? Aber ich habe schon das Gefühl von mir, dass ich Musik wirklich brauche. Insofern also da eine philosophische Position zu ergreifen, ich glaube, die verschiedenen Arten von Musik, die Vielfalt ist so groß. Ich würde das immer viel stärker kontextualisiert oder lokalisiert verstehen wollen, wie eine bestimmte Kultur in einem bestimmten Moment mit einer musikalischen Sprache umgeht, was das für diese Kultur bedeutet, für die Menschen darin, was das für uns heute bedeutet. Aber diese ganz abstrakte Perspektive, ich glaube, das zeigt die Ausstellung auch, ist letztendlich eine Art von Hybris. Denn all diese Menschen sprechen aus einem konkreten Kontext heraus und kennen viele Arten von Musik gar nicht, schwimmen in ihrer eigenen Brühe. Von da universelle Aussagen zu machen darüber, was Musik für alle Menschen bedeutet, das finde ich sehr schwierig. Ich finde, Musik, wie jede andere Sprache auch, ist etwas unglaublich Spezifisches. Und man kann, genauso wie man in einer Sprache eine Person sein kann und Dinge ausdrücken kann, die man in einer anderen Sprache nicht ausdrücken kann, so ist für mich auch Musik etwas unglaublich Individuelles und Spezifisches, was uns zwar verbindet mit anderen Menschen auf eine direktere Weise als Worte das vielleicht können, aber letztendlich ist das, was Musik für uns bedeutet, nur durch Musik ausdrückbar und nicht durch Worte. Dankeschön. Und sie hat sich ja auch weiterentwickelt über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende, diversifiziert und verbreitert und ist so mannigfaltig und unterschiedlich geworden weltweit. Ne? Lassen Sie mich nur ganz kurz noch einen Satz dazu sagen, weil mir das so wichtig scheint, gerade wenn man über Musik sprechen will. Wir haben ja gar kein Vokabular dafür. Wir sprechen über Farben, wir sprechen über hell und dunkel, wir sprechen über warm und kalt. Wir haben keine Sprache dafür, Musik wirklich in ihrer Musikalität zu beschreiben. Wir sind immer dabei, Metaphern zu stehlen von anderen Bereichen. Und deswegen scheint es mir unglaublich schwer. Bitte, Clemens, deine Meinung dazu, deine Position. Die Position ist insofern einfach, weil für mich ist seit meinem, 22. Lebensjahr ist Musik wirklich ein Lebensmittel, wie Sie es gesagt haben. Also ich lebe davon und ich war mir auch dessen bewusst. Aber ich war mir immer dessen bewusst, dass ich dafür dankbar sein muss. Weil bevor ich Berufsmusiker wurde, war das einfach Teil des Lebens. Es hat bei uns nichts anderes gegeben. Ich bin eben so aufgewachsen. Ich bin so erzogen worden, oder was heißt erzogen worden? Es war bei uns irgendwer hat immer musiziert, nicht immer zur Freude der Nachbarn, auch nicht immer zur eigenen Freude, weil das Üben nicht immer das Lustigste ist, aber
das gehört dazu. Ich wollte nur auf eines, weil das mich hat das Wort Flucht sehr berührt. Es hat mich an dieses Schiller-Zitat, der Mensch ist nur dort wirklich Mensch, wo er spielt. Für mich ist Theater und vor allem natürlich Musiktheater im weiteren Sinne dann auch die absolute Musik, das ist die wirkliche Welt und das andere ist das Theater. Also das ist mein Empfinden. Dankeschön. Herr Professor Dieteressen, bitte. Ja, ich denke auch, dass da, wo es, dass es keine Stille gibt, also würde die Musik aufhören, gäbe es noch keine Stille, die Welt, also das Materielle ist klanglich. Und ich denke auch, dass das alles Klangliche das Gegenteil von dieser Abstraktion Stille ist und auch Material für Kunst ist, auch wenn man diese Kunst nicht unbedingt alle Kunst davon Musik nennen muss. Und es ist vielleicht interessant, da zu differenzieren zwischen Klangkunst und Musik, was ja viele Leute versuchen. Und das führt weit. Ich denke aber auch, dass ein ganz starkes Bestreben von uns heutzutage und möglicherweise schon nicht erst nicht nur in den letzten 100 Jahren, sondern eigentlich auch vielleicht sogar schon sehr viel länger, der musikalische Fortschritt, wenn es sowas gibt, und ich denke schon, dass es sowas gibt, davon gelebt hat, dass man Musik loswerden wollte. Dass man sich eben von Musik gelangweilt hat, oder mehr noch belästigt gefühlt hat, und zwar nicht im Sinne der Nachbarn, sondern im Sinne davon, dass da irgendwelche Subjektivitäten sich äußerten, die man schon kannte, mit denen man nichts mehr zu tun haben wollte, die so auch unterdrückerisch, das Wort patriarchal und phallokratisch ist gefallen, gewesen sind, und dass man die loswerden wollte und dass der musikalische Fortschritt daran bestand, dass man etwas losgeworden ist, also dass dieser Drang zur Stille zu kommen, der aussichtslos ist, aber der eben tatsächlich dann woran weitergeführt hat. Also dass John Cage in dieses schalldichten Raum hineinging, hat er dann seinen eigenen Metabolismus gehört und festgestellt, es ist nicht möglich. Ne? Und also ich denke, dass wenn man jetzt sozusagen sagen manche Leute, ja, die Welt ist Klang, das ist so ein bisschen mystisch und pantheistisch, und das ist, glaube ich, von Joachim Ernst Behrendt, einem ehemaligen Jazzpapst, aber kann man trotzdem sagen, dass alle möglichen Ursachen Klänge hervorbringen, und das kann uns interessieren und faszinieren, und das kann man oder muss man nicht Musik nennen. Es gibt aber einen ganz bestimmten Klang, das ist der Klang sozusagen europäischer Subjekte, und das nennen wir auf jeden Fall Musik, und die wollen wir nicht mehr immer so haben, da nervt uns was dran, und ich glaube, das ist sozusagen die Entwicklung der letzten 100, 150 Jahre, insbesondere aber auch der allerletzten Zeit. Dankeschön. Willst du das noch kommentieren, Heinz, von jetzt, wo du die Stellungnahme gehört hast? Ich habe schon so viel gesprochen, deswegen will ich meine Statements eher kurz halten. Okay. Also, dass es schwer ist, ist es gar keine Frage. Aber das philosophische Geschäft besteht nun einmal darin, in Anlehnung an Schopenhauer, ja, in irgendeiner Art und Weise die Dinge halt dann begrifflich zu erfassen. Und aus dem Kontext zu heben, denn der Kontextualismus scheitert ja, wie wir wissen, ja, als Position. Dass wir nicht dazu in der Lage sind, ist eine andere Frage, aber der Anspruch besteht jedenfalls. Ob jeder Rhythmus auch gleich Musik ist, würde dann ja aber auch nicht erklären, warum Herzschlag etwa von Primaten nicht auch zu musikalischen Ausdrücken dieser Spezies führt. Ja. Musikalische Ausdrücke? Könnte man drüber debattieren. Es ist immer gefährlich, das Tier hereinzuholen als Kontrast. Also jedenfalls der Mensch, ja, musiziert und denkt über die Musik nach. Ob sich das Ganze natürlich erklären lässt oder anthropologisch erklären lässt, ist die Frage, die ich natürlich jetzt auch nicht vollends beantworten kann. Aber wenn Sie sagen, entschuldigen Sie, dass es sich anthropologisch erklären lässt, das ist ja vielleicht sozusagen das analytische Problem. Denn wenn wir unser Bedürfnis nach Nahrung
biologisch erklären wollen, dann können wir das tun und welche Proteine uns fehlen und wie unser Blut. Das heißt aber nicht, dass wir unser Bedürfnis, unser Hungergefühl thematisiert haben. Und für Musik ist für mich mein eigener Zugang zu Musik ist vielmehr geprägt von meinem persönlichen Hungergefühl als von der wissenschaftlichen Realität der Nahrungsaufnahme. Aber auch das ist natürlich wieder ein allgemeines Statement. Ne? Ich möchte noch kurz was sagen zu dem Tier-Mensch-Thema. Der Derrida hat mal so richtig darauf hingewiesen, das Tier gibt es nicht. Ja? Also auch unsere Vorstellung von diesem Tier, was auch immer das sein soll, ist natürlich eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Also jetzt die Primaten rauszugreifen etc., natürlich kann man jetzt endlose Diskussionen führen, können die Musik wahrnehmen, können die sich dazu bewegen. Das war aber gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir jetzt in unserer menschlichen Grundbedingtheit diese Musik auch irgendwie leben. Sei es, weil sie uns unterkommt, weil wir vielleicht Gänge wahrnehmen, unseren Körper einsetzen. Ich denke nur an, ich will jetzt primitiv nicht als abwerten sehen, sondern als etwas sehr Ursprüngliches. Also mal überhaupt den Körper als Schlagzeug zu benutzen, ja? Oder überhaupt den Klangkörper auch beim Singen etc., die Stimme einzusetzen, da überhaupt etwas zu erkennen, was man schön auch bei der Übung mit Kindern erkennt. Also wenn sie quasi anfangen wahrzunehmen, was ist ein Geräusch und plötzlich was ist ein Klang. Und das ist nicht so eindeutig und das ist nicht so eindeutig zu messen, aber es gibt diesen Übergang, wo sie merken, okay, ich mache jetzt Geräusche und wenn ich das jetzt zum Beispiel diese Stimme länger halte, dann wird es zu einem Klang. Oder wenn ich nach oben gehe, nach unten gehe, Höhen und Tiefen oder auch einen Rhythmus. Das sind so die, was ich gemeint habe mit diesen ursprünglichen, auch physiologischen Dingen. Ob das jetzt Primaten können oder nicht, ist jetzt gar nicht für mich so die Frage, sondern eher, ich glaube, wir können es nicht vermeiden aufgrund dieser Bedingtheit. Ich möchte noch kurz was zu der Schwierigkeit darüber zu sprechen. Also ich glaube auch, dass das keine wirkliche Schwierigkeit ist, denn es ist ja auf allen möglichen Ebenen immer wieder gelungen, recht präzise über Musik zu sprechen, da wo es nötig wurde, wo zum Beispiel Musizierende sich irgendwie einigen mussten. Also wenn Toningenieure darüber reden, mit einer Metapher und sagen, der Klang ist trocken, kannst du ihn ein bisschen noch trockener machen oder kannst du ihn feuchter machen, dann klingt es so, als könnten die nicht wirklich darüber sprechen und würden sich einer Metapher bedienen, aber die wissen bis auf die Herzzahl genau, was gemeint ist und können sich sehr gut damit verständigen. Aber sie sprechen trotzdem so, sie sagen trotzdem trocken. Und ich denke, dass sie das tun, ist ein Bestandteil dessen, was der auch schon erwähnte Adorno die Ideologie der Musik nennt, dass man nicht über Musik nicht sprechen können soll, wenn man richtig hört. Da muss man anders sprechen, da muss man metaphorisch sprechen. Das ist so weit, dass selbst die Musizierenden das dann auch tun, aber es steht keine Notwendigkeit dazu. Das ist tatsächlich ein Effekt eines ideologischen Verhältnisses, denke ich. Nur noch eine ganz kurze Replik. Eine möglicherweise eine anthropologische Bedingtheit wäre es ja, dass wir in der Lage sind, jedenfalls wir Menschen in der Lage sind, unsere Lebensspanne zu überblicken und unserer Endlichkeit bewusst werden. Und dann würde Musik, so könnte man sagen, mit vielen anderen Tätigkeiten einfach nichts anderes sein als eine Möglichkeit, uns abzulenken. Von dieser Sichtweise, dass wir eben endlich sind. Es ist auch tatsächlich ein Gegenstand von Musik, die Zeitspanne. Ja. Das ist ja ganz offensichtlich. Funktion, ja, natürlich. Und es ist nur der wird so unterschiedlich, das wird so unterschiedlich ausgelegt. Es gibt eben Musikkulturen, deren Sinn ist es, dass die ästhetische Erfahrung des Musikalischen eine der Endlosigkeit ist. Und es gibt andere, in denen ist der Sinn der ästhetischen Erfahrung der, dass man einen Lebensweg oder ein Schicksal oder eine Biografie oder ein Aufstieg und Fall und dergleichen erfahren soll. Ne? Also, aber die Lebenszeit ist tatsächlich immer wieder ein Thema. Wobei ich denke, dass die jetzt hier immer schon bemühten nicht existierenden Tiere natürlich auch die ganze Zeit Zeitbewältigung betreiben. Und ich weiß nicht, warum das nicht genauso Musik sein soll. Ich bin ja auch der Meinung, dass wir als frühe Menschen die erste Musik von der Natur inspiriert gelernt haben oder entwickelt haben. Ob das der Wind, der geblasen hat, Vögel, die gesungen haben. Also Naturgeräusche haben doch die Menschen dazu inspiriert, dann auch ihre Gefühle selbst zum Ausdruck zu bringen.
Trauergesänge zum Beispiel oder einfach nur Weinen wurde dann mehr oder weniger zu Trauergesang. Und wenn man Knochenflöten findet, die 60.000 Jahre alt sind, dann hat man einfach damals auch versucht, vielleicht dem Wind nachzuahmen, vielleicht auch damit eigene Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Und so entstand Musik natürlich auch irgendwo aus der Natur und durchaus auch aus den Tieren heraus, aber aus der Natur insgesamt inspiriert und entwickelt sich daraus dann halt immer weiter. Das Problem ist, wenn wir über alte Geschichte, Altertumskunde etc. oder Frühgeschichte reden, dass natürlich wahnsinnig viel Spekulation ist und wahnsinnig viel Interpretation. Ja. Und leider, unter Anführungszeichen, leider auch mit dem Blick, den wir jetzt haben, nämlich in unserer aktuellen gesellschaftlichen Situation. Aber ich stimme jetzt Herrn Professor Dietrichsen absolut zu. Also genau dieser rituelle Charakter auch der Musik, eben diesen Tagesablauf auch zu begleiten. Auch diese musikalischen Kulturen finden sich teilweise heute noch, die sind dann sehr stark religiös geprägt, beispielsweise auch stark als Beispiel jetzt im Hinduismus, wo es zu bestimmten Tageszeiten ganz bestimmte Tonfolgen gibt, die gespielt werden, die tagtäglich sind, die sozusagen, könnte man sagen, der Endlichkeit vielleicht Bestand geben oder sich als Ritual seit jeher vollziehen. Ja, das wäre jetzt in einem religiösen Kontext, aber natürlich auch ganz bestimmte Formen der Raga, die halt zu bestimmten rituellen oder Rites de Passage gespielt werden, ja, und zwar immer gleich. Das heißt, ich habe ein bisschen gelacht, wie dann Benjamin auch zitiert wurde, weil ich mich immer frage, also was er also zur Musik sagen würde. Er hat ja ganz stark auf Film referiert, aber dieser Charakter von Kunst, dass sie, also von Musik auch, dass sie reproduzierbar ist, die liegt für mich schon drinnen. Also wir ahmen diese Melodiefolgen nach und das sehe ich eigentlich als Tatsache der musikalischen Kunst an. Also die Frage ist, wäre das jetzt irgendwie auch schon eine Art von Reproduktion, dieses Ritual, oder wo würde man da einen Unterschied machen? Also wie gesagt, in sehr traditionellen, sehr religiösen Kulturen, wo das Tag aus, Tag ein dasselbe Schema ist und das auch irgendwie Sicherheit oder Beständigkeit gibt, würde ich sagen, ist das dann schon reproduzierbar oder ist es nur ein Ritual? Oder wie nicht nach Benjamin, weil jedes Mal, wenn dieses Gebet stattfindet im Hinduismus, ist es wiederum einzigartig, weil es in diesem Moment stattfindet und eine Variation hat. Er spielt tatsächlich auf das zur Reproduktion angelegte Kunstwerk an, also Film, Schallplatte etc. Hat er es ja, also hat ja erst das reproduzierte, und zwar das technisch reproduzierte, die aufgezeichnete Musik, hat ja überhaupt erst dazu geführt, dass sowas wie ein Klangfetischismus entstehen konnte. Bis dahin gab es sozusagen immer noch das Werk, an dem man messen konnte, ob die Aufführung gelungen war. Und in dem Moment, wo wir eine Aufzeichnung haben, ist das nicht mehr das entscheidende Thema. Das kann man zwar, darüber kann man auch reden, das hat aber stattgefunden, da, wo das aufgezeichnet worden ist. Aber wenn ich das dann höre, das aufgezeichnete Werk, dann höre ich noch was ganz anderes. Dann höre ich nämlich tatsächlich den reproduzierten Moment. Und das ist ja auch dann, hat sich ja mittlerweile vollkommen abgelöst von der Frage der Ware, oder beziehungsweise die Ware hat sich abgelöst von der Massenreproduktion. Die Waren können auch Einzelstücke sein, und der Toyotismus hat den Fordismus abgelöst. Und winzige Zufälligkeiten, Veränderungen bei der Aufnahme sind viel relevanter als was da mit dem Werk noch so alles passiert, und haben eine ganz neue Art von Rezeption von teilweise ganz traditionellen Dingen hervorgebracht. Und die bei Benjamin nicht vorkommen, ne, die er da nicht sieht, und die sich natürlich gerade jetzt, wo Reproduktion nochmal wieder was ganz anderes geworden ist, nämlich nichts Technisches mehr, sondern was sozusagen Mathematisches, wo die digitale Reproduktion eine ist ohne Spuren, nochmal in eine neue Runde gegangen ist, wo auch der Fetischismus nicht mehr so ohne weiteres greift, wo er jetzt hergestellt werden muss, wo die Grundlagen für das Fetischisierbare hergestellt werden müssen. Wir müssen jetzt sozusagen den Effekt, den es bei Aufzeichnung gab, dass es nur eine Aufzeichnung eines bestimmten Ortes mit bestimmten Klangqualitäten war, den wir da immer wieder hören, dieses auratische zweite Ordnung sozusagen, das müssen wir jetzt herstellen, weil wir jetzt so perfekte Reproduktion haben, dass dieser Verlust gar nicht mehr da ist. Und da sind natürlich wirklich interessante Entwicklungen möglich. Ne? Ich möchte, vielen herzlichen Dank, Professor Dietrichsen. Ich möchte jetzt gern mit einer weiteren Frage
in die Runde gehen und würde sehr gern mit Professor Helzberg beginnen. Und zwar möchte ich ein wenig auf die Wirkung bzw. die Auswirkung der Musik auf unsere Gesellschaft ansprechen. Also welchen Stellenwert misst du der Musik der Gesellschaft bei? Für die Gesellschaft bei, pardon. Also ist Musik aus deiner Sicht, das hast du ja schon erwähnt, ein Lebensmittel? Ja, für dich persönlich auf jeden Fall. In doppelter Hinsicht. Die Frage ist aber auch, ist es das für die Gesellschaft oder ist es für die Gesellschaft eher ein Genussmittel oder ein Erlebensmittel? Also ich halte mich da immer sehr, wenn solche Fragen kommen, an eines der vielen, er hat viele bemerkenswerte Worte über Musik gesagt, aber ein Zitat von Anoncourt, der hat gesagt, wann sich nach einem Konzert die Welt nicht verbessert hat, dann waren wir nicht gut. Mhm. Also die Ausführenden. Mhm. Und das ist eine, wie soll ich sagen, das ist eine Maßlosigkeit im Anspruch, also im Anspruch an sich selbst jetzt, die ist gar nicht zu überbieten. Ja? Natürlich wissen wir alle, dass das eine Illusion ist, aber trotzdem, es ist vom Kern her, finde ich, ist da was, also mich hat das verändert. Mhm. Und genauso wie es uns für alle verändert hat, in dem Moment, wo Schallaufzeichnungen möglich waren. Ich habe jetzt, weil jetzt demnächst der 60. Todestag von Fritz Kreisel ist, und da habe ich mich, und ich glaube, also nicht nur der in Klammer Wiener größte Geiger aller Zeiten ist, habe ich mich jetzt ein bisschen vorbereitet und mir wieder Aufnahmen von ihm angehört. Und man darf nicht, der ist 1875 geboren, hat schon als Achtjähriger mit 7 Jahren, glaube ich, hat er angefangen am Konservatorium, also Vorläufer der heutigen Musikuniversität, und hat dem Brahms vorgespielt. Und wenn man sich so seine Aufnahmen anhört, so diese, überhaupt die älteren Aufnahmen, dann habe ich das Gefühl, das ist eine Musik aus einer anderen Welt. Ja? Also das ist eine völlig andere Einstellung zur Musik, die nicht mehr, die sich grundlegend von unseren Hörgewohnheiten, die unumkehrbar sind, grundlegend unterscheidet. Und deswegen höre ich mir sowas wahnsinnig gern an, weil da habe ich das Gefühl, das ist jetzt im Moment entstanden, auch wenn der jetzt schon mittlerweile 60 Jahre tot ist. Mhm. Frau Professor Hirn, Sie haben eine intensive Auseinandersetzung mit Nietzsche und das berühmte Zitat, dass das Leben ohne Musik ein Irrtum ist, kennen wir alle. Und Mozart hat 100 Jahre zuvor das Ganze fast noch drastischer formuliert, indem er gesagt hat, ohne Musik wäre alles nichts. Sind wir als Gesellschaft ohne Musik auf verlorenem Posten? Ich will noch hinzufügen zum Zitat, bitte korrigieren, falls ich es falsch zitiere. Der Deutsche denkt sich seinen Gott liedersingend. Mhm. Ich finde das wichtig, weil da ganz viel mitschwingt, nämlich ein unglaubliches Wissen oder ein unglaubliches Gespür, wie Musik auch wahrgenommen wird von verschiedenen, er bringt es auf Nationalitäten runter, das kann man jetzt mal bezweifeln, dass er so gemeint hat, aber prinzipiell, dass er sagt, dass schon verschiedene Kulturen auch einen verschiedenen Ansatz haben, Musik zu empfinden. Und ich möchte noch ein zweites Zitat bringen, das mir da vielleicht noch geglückt erscheint, nämlich... ich würde nur an einen Gott glauben, der zu tanzen verstünde. Mhm. Und warum ich dieses Zitat jetzt bringe, ist auch von Nietzsche, ist, dass das Spannende für mich dabei ist, was macht eben diese Musik oder diese Relevanz für eine Gesellschaft auch aus? Und da meine ich jetzt gar nicht, ob sie gut ist oder schlecht ist, sondern welches Bedürfnis bildet sich vielleicht auch in dieser Musik ab? Also insofern finde ich die Kritik von Adorno beispielsweise, jetzt nicht seine Kritik gegenüber Jazz, da wäre ich jetzt anderer Meinung,
aber doch seine starke Darlegung, diesen wahren Charakter von Supermarktmusik zum Beispiel, sehr, sehr fruchtbar. Also die Art, wie wir überall beschallt werden, auch mit Musik, ob wir es wollen oder nicht. Also wir gehen nicht herum und wählen aus, welche Musik wir hören. Also teilweise ja, aber sehr oft auch nicht. Das heißt, es wird uns auch quasi Musik übergestülpt, um etwas zu erzielen. Deshalb fand ich die Frage auch des Vortrags sehr spannend mit erhaben und abscheulich, aber vor allem dieses Wozu-Musik, denn dieses Wozu-Musik, finde ich, bringt Adorno da ganz grauslich auf den Punkt. Also es gibt diesen Zweck, den man haben kann, aber das könnte auch einfach sein, dass man eben die Gesellschaftsmitglieder dazu verführen will, gut beschallt mehr zu kaufen, als sie wollten oder überhaupt etwas zu kaufen, was sie nicht wollten. Ja. Sie einzulullen vielleicht. Sie abzulenken. Immer, ja. Obwohl, wie gesagt, ja, man könnte auch bei Nietzsche sagen, was hat der Rausch für einen Sinn? Ja? Also ist es eine Flucht? Ich glaube es nicht, ich würde es nicht so lesen als Flucht, sondern ich würde es so lesen, als, wie er auch selber schreibt, als ekstatische Bejahung des Daseins. Also die Musik gibt uns quasi oder ist uns quasi das, was uns hilft, unser Dasein, egal wie furchtbar es ist, ekstatisch zu bejahen, also nicht zu fliehen, sondern ganz genau, ganz bewusst dieses Dasein auszuhalten. Und insofern, denke ich, ist vielleicht die Frage eher, kann uns die derzeitige Musik oder die Möglichkeiten, haben wir diese Möglichkeit noch, also dieses Dasein so zu bejahen, oder ist es immer ein notwendiger Prozess, dass sich das in Richtung entwickelt? Der Herr Professor Dietrichsin hat mir vorher erzählt, was es jetzt für Experimente auch klangtechnisch oder mit Klangkunst gibt. Und ich habe mich selber wieder irgendwie so erwischt, dass ich da doch ein sehr konservatives oder eine sehr konservative Vorstellung auch von Musik habe und ich mir gedacht habe, naja, wenn jetzt was nicht 2-3 Minuten dauert, dann kann es ja keine Musik sein. Es könnte aber auch kürzer sein. Ja? Also wir sind schon auch sehr, sehr festgefahren mit diesen Gewohnheiten und ich glaube, was vielleicht ein Potenzial ist von Musikern und Musikerinnen und auch Komponisten, Komponistinnen, ist eben diesen Horizont auch aufzuweichen für die jeweilige Gesellschaft. Mhm. Danke. Darf ich mit dem Rausch, weil ich wollte vorhin auf das schon eingehen. Es ist was Nietzsche da sagt, da hätte ich ihn gern gehört, einmal das Brahms-Violin-Konzert spielen, nur mit Rausch. Also, was ich meine ist, man muss, und das habe ich bei den wirklich größten Solistinnen, Solisten, Sänger auf der Bühne gehört, die Leute wissen ganz genau immer auch, was sie tun. Und dieses Gleichgewicht zu finden dann, oder diese Balance zu finden zwischen dem Rauschhaften, also sich wirklich dem zu überlassen und gleichzeitig aber auch die Kontrolle zu haben, das habe ich immer als das Schönste empfunden, und zwar egal, ob das jetzt Kammermusik war oder Solo war oder ob es im Orchester war. Und es gibt gab einmal ein sehr schönes Wort von Karajan, der gesagt hat, ein Orchester, das ist wie ein Schwarm Zugvögel. Die fliegen. Sie wissen zwar nicht warum, aber sie fliegen alle in dieselbe Richtung. Und dieses Gefühl kann sich manchmal auch Kammermusik einstellen. Und ich finde, wenn diese Balance, also für mich war das immer das Schönste, wenn sich diese Balance einstellt zwischen dem Rausch und dem Wissen warum. Philipp, bitte, wenn du da zu diesem möchtest. Rausch gibt es eine bitte. Wunderbare Geschichte von dem ungarischen Cellisten Janos Starka. Toller Cellist, ein sehr unangenehmer Mensch. So. Und der hat Meisterkurse gegeben und Starka war klein, dick und glatzköpfig. Und saß dann da und vor ihm spielte ein junger Student die Brahms, ich glaube E-Moll-Sonate. Und er saß da und sagte nach einiger Zeit, yes, don't be excited, create excitement. Seien Sie nicht erregt, schaffen Sie Erregung. Und das ist das Paradox eigentlich aller Kunst, aber sicherlich des Musikers, dass man Kontrolle halten muss, während man Ekstase schafft. Ja. Wenn man selbst in Ekstase ist, dann kommen die Finger, werden die Finger verknotet. Richtig. Und man schafft gar nichts mehr. Aber diese Frage scheint mir so wichtig, und um jetzt meine eigene Küchenphilosophie einmal auszupacken, wenn es darum geht, wie wichtig Musik in einer Gesellschaft ist. Ich glaube, Musik tut für uns oder zumindest für mich zwei Dinge. Einerseits gibt es mir Möglichkeiten zur Ekstase. Die ist vielleicht eine stillere Ekstase, als wenn ich in einen Club gehen würde. Aber es ist auch eine innerliche, sehr starke. Und zum anderen erfüllt sie ein
Bedürfnis nach Form und Sinn. Und sie gibt auch meinen eigenen chaotischen, emotionalen Horizonten auf einmal Form von jemandem, der diese Gefühle schon mal gehabt und besser verstanden hat. Das heißt, diese doppelte Funktion scheint mir sehr wichtig bei Musik, die eine Zeitkunst ist. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft haben wir einerseits eine ganz starke Industrialisierung der Ekstase mit Leuten, besonders jungen Leuten, die in Clubs gehen und sich Zeug einwerfen und dann ekstatisch werden zu dieser Musik. Nein, ich glaube, Sie wissen da sicherlich mehr drüber, aber für viele Kids läuft es, glaube ich, wirklich so. Aber wie gesagt, es läuft vielleicht nicht nur so. Aber worauf ich eigentlich raufkommen will, ich habe vorhin über Sprachen gesprochen. Musik ist auch eine Sprache, die man sprechen muss. Und genauso wie wenn ich ein Gedicht aus einer Sprache höre, die ich nicht kenne, kann ich das schön finden, weil ich die Klänge schön finde oder weil es in mir ein Gefühl weckt. Aber ich werde wahrscheinlich nicht so viel von diesem Gedicht merken wie jemand, der diese Sprache kennt und auch Literatur aus der Sprache kennt. Und hier muss ich einfach sagen, ich glaube, bei uns in Österreich ist es noch besser, aber leider auch nicht gut, aber wir geben viel zu wenig jungen Menschen Zugang zu dieser Sprache. Wir geben viel zu wenig jungen Menschen die Möglichkeit, diese Grammatik zu lernen, denn jeder Mensch, der Musik macht, weiß, Freiheit, ich habe mal mit einem palästinensischen Pianisten gesprochen, der sagte, ach weißt du, beim Improvisieren, das ist nur 20% Freiheit und 80% Technik. Und das ist bei aller Musik so. Man braucht die 80% Technik, um zu den 20% Freiheit zu kommen. Wenn ich Ihnen eine Trompete in die Hand drücke und sage, spielen Sie doch mal was, das ist ein bisschen schwierig. Ja. Und also diese Idee, dass man durch die Auseinandersetzung mit einer Grammatik etwas besser versteht und auch seine eigene Ekstase anders leben kann durch diese Auseinandersetzung, das ist eine Idee, die mit einer Gesellschaft, die auf Konsum aufgebaut ist, sehr schlecht vereinbar ist, weil da alles niederschwellig sein muss und sofort einem eine gewisse Bestätigung, einen Genuss bringen muss. Und wie Herr Helmsberger selbst sagte, es ist nicht immer lustig zu üben. Mhm. Es macht nicht immer Spaß, diese Grammatik zu lernen. Aber nur dadurch kann man einen Reichtum erschließen, an den man sonst nicht käme. Und ich glaube, hier ist klassische Musik, über die wir hier schließlich reden, das muss man auch sagen, wir reden im Moment wenig über Pop und über Jazz und über zeitgenössische Arten von Musik. Hier wird klassische Musik immer mehr zu einem marginalen Interesse, weil nur Kinder aus bürgerlichem Hause sich leisten können, auf privatem Wege diese Sprache zu lernen. Und das finde ich schade. Da versuchen wir ein wenig als Dolmetscher zu fungieren und als Erzieher, mehr oder weniger im positiven Sinn. Und für mich ist Musik schon auch ein Lebensmittel, fürs Haus der Musik auch in diesem doppelten Sinn, auch ein Erlebensmittel und persönlich auch ein Genussmittel natürlich. Und wir im Haus der Musik haben uns genau das zur Aufgabe gesetzt. Und wir führen schon auch, weil du den Begriff niederschwellig verwendet hast, aber wir müssen das auch machen, dieses Niederschwellige heranführen und dann in die Tiefe gehen. Ja. Und wollen einfach auch junge Menschen, die vielleicht gar nicht vorhatten, sich jetzt mit klassischer Musik auseinanderzusetzen, sanft heranführen und ihnen vielleicht Lust auf mehr machen, Lust drauf machen, sich intensiver mit der Musik und mit Musik und Musikgeschichte auseinanderzusetzen. Das sehen wir so ein bisschen als unsere Aufgabe und das ist auch unsere Leidenschaft hier im Haus der Musik. Darf ich da kurz was dazu sagen? Ich finde es gerade sehr faszinierend und ich fand es eigentlich immer faszinierend, ich vergesse es nur dann immer wieder, dass man junge Menschen zu was heranführen muss, das eigentlich für sich sprechen würde. Und ich glaube nicht, dass es an der Musik liegt oder weil jetzt die Musik oder ein Beethoven, ein Brahms so schwer unter Anführungszeichen verständlich wäre. Ich meine, es jetzt nicht kognitiv, sondern überhaupt fühlbar wäre, sondern weil es da große Berührungsängste gibt. Also insofern überhaupt ein Musikinstrument anzugreifen, überhaupt sich damit zu beschäftigen. Und wenn man das Gefühl hat, Musik ist dann erwünscht, wenn man es gut kann, aber nicht, dass man zum Beispiel auch Amateur sein darf oder einfach ausprobieren darf, scheitern darf, ja? Sondern es muss entweder perfekt sein, man muss Geld damit machen können oder nicht. Das finde ich schade, weil das Verständnis dann dafür fehlt, dass ich vielleicht einfach dadurch überhaupt erst einmal aktiv an was partizipieren kann.
Mit dem Heranführen war tatsächlich auch das Heranführen an die Welt der Klassik gemeint. Ansonsten, natürlich sind auch Jugendliche, die zu uns kommen, grundsätzlich an Musik interessiert, lieben Musik, hören Musik. Und wir bieten natürlich auch genau diesen experimentellen Part, das Ausprobieren, diese immersiven Erlebnisse, sich mit dem Content auseinanderzusetzen. Und es soll eben auch Schwellenängste nehmen, um dann vielleicht eine Stufe weiterzugehen und sich selbst dann auch für andere Dinge zu interessieren, die man vielleicht gar nicht am Radar hatte zuvor. Darf ich noch ein Lieblings, weil Sie gesagt haben, Amateur. Für ein Lieblingswort von mir ist Dilettant. Und zwar in der ursprünglichen Bedeutung. Liebhaber. Ja, genau so sehe ich es auch. Ja. Das ist jemand, das gern macht, aber nicht so gut kann. Nein. Es geht ums Liebhaben. Ja, aber gern macht. Bitte. Ich würde erstmal gerne eine Sache sagen zur Geschichte der Supermarktmusik oder auch der Kaufhausmusik. Also als die entstanden ist, als sich sozusagen auf dem Höhepunkt sozusagen der Nachkriegskonsumgesellschaft jemand das so ausgedacht hat, dass man Warenhäuser beschallt, da ging es lebte man in einer konformistischen, stark konformistischen Gesellschaft und hatte die Vorstellung, dass wenn man solche Musik entwickelt, dann darf sie in keiner Weise aufregend sein, sie in keiner Weise spalterisch, aufregend etc. Sie muss sozusagen so subjektlos wie möglich sein und sie muss so wenig wie möglich von Personen handeln oder von Zuständen, affektiven Zuständen handeln. Sie muss so leer wie möglich sein und gleichzeitig orientierte man sich auch an bestimmten Melodien von Hits des Tages, die man dann aber extrem zurückgenommen spielte und jede Art von Ausdruck daraus nahm. Und ungefähr in den mittleren 70ern, frühen 80ern hat sich die Leute, die diese Musik zusammenstellen, das neu ausgedacht und seitdem spielen die einfach Originalaufnahmen von Bruce Springsteen oder von Police oder wem auch immer. Also Leuten, die irgendwann mal angefangen waren als Rebellen und die sozusagen durch bestimmte Gesangscharakteristika auch für eine bestimmte Konvention des Rebellischen stehen. Und seitdem ist es bis heute so. Wenn auch noch weiter ausdifferenziert, je nachdem, was jeweils verkauft wird. Oder man spielt glattgebügelte Coverversionen. Nein, eben nicht diese mehr. Spitzen glattgebügelte Coverversionen spielt man eben genau nicht mehr. Glattgebügelte Coverversionen hat man am Anfang gespielt. In Hotellobbys höre ich das immer noch so. Ja, aber selbst in Hotellobbys hört man mittlerweile Free Jazz. Das Interessante ist, dass diese Musik, die am Anfang von gemacht worden ist, um jede Art von Charakteristika zu vermeiden, dass diese Musik die interessanteste Musik ist und dass es heute ein Interesse für diese Musik gibt, weil es eine Musik ist, die versucht wirklich ohne Ausdruck und ohne Subjektivität auszukommen und das ist natürlich grandios. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Und das zweite ist die Frage, die jetzt bei mehrfach aufgetaucht ist, die Frage mit dem Können. Das Können ist ja nur so lange interessant für die Rezeption von Musik, wie sie mir quasi live vorgeführt wird. Ich sozusagen der Kitzel der Situation auch der ist, dass man es auch nicht können konnte, dass auch etwas daneben gehen könnte. Oder auch, dass jemand ein Problem so bewältigt, dass ich damit überrascht werde. Bei einer Musik, die aus Tonaufnahmen besteht und die schon von vornherein für Tonaufnahmen ausgedacht und gemacht worden ist, gibt es ja ganz andere Valeurs. Da ist das Scheitern von vornherein viel interessanter. Und das sozusagen etwas herzustellen, Formen zu finden dafür, wo Scheitern möglich ist, ohne es, man kann Scheitern nicht wollen, aber wie kann man es trotzdem sozusagen möglich machen? Das ist das, was in Musikästhetiken, die nach der Zeit der Tonaufnahme entstanden sind, als Ästhetiken entstanden sind, nicht erst, natürlich wird alles Mögliche aufgenommen, aber da ist das die ästhetische Herausforderung und das ist sozusagen die Situation jetzt, wo sozusagen im Grunde genommen es darum geht, dass man nicht können muss oder nicht können zulassen muss, um im Grunde genommen dann rührend, überraschend, interessant, spannend zu sein auf einer vorher aufgenommenen Musik. Es gibt natürlich nach wie vor Live-Musik, bei der ist das anders, aber... Was verstehen Sie unter Scheitern, bitte? Ja, dass ich dem Publikum die Möglichkeit gebe, dass es mir dabei zusieht, wie ich etwas Unwillkürliches tue, dass...
dass das nicht unter der Kontrolle meiner Intentionen steht, also wo ich etwas Peinliches tue oder wo ich mich schämen müsste, und das ist ja genau der ästhetische Wert, der verlangt wird, also dass eine Person dann ein so absorbiert ist von etwas, dass man dann denkt, oh, wie toll, die sind so absorbiert von dem, was der gerade macht. Oder eben, während sie etwas tut, ein etwas umschmeißt, einen Slapstick-Effekt hervorbringt und solche Sachen. Ne? Ja. Naja. Also das brächte mich zur nächsten spannenden Frage, kniffligen Frage, muss man auch sagen. Na, gibt es eigentlich gute und schlechte Musik? Und was sind, Klammer auf, objektive, Klammer zu, Kriterien dafür? Wer beurteilt das und wie kann man es begründen? Und ich fange mit einem kurzen Satz dazu an, der meine Idee dazu zum Ausdruck bringt. Und ich frage mich nämlich, ob es nicht wirklich der Rezipient ist, also das Individuum, das entscheidet und das eigentlich auch entscheiden muss, ob die Musik für ihn oder sie gut oder schlecht ist. Und unter schlecht, das müssen wir natürlich auch wieder definieren, möchte ich gleich ergänzen, verstehe ich nämlich schlecht ausgeführte Musik, also im Sinne von offenkundig falsch, handwerklich inkorrekt gespielt oder gesungen. Das würde ich unter schlecht verstehen. Nicht ein Genre, nicht eine Unterart, das ist meine Art zu differenzieren. Aber ich möchte zuerst gern Sie, Frau Dr. Hirn, fragen. Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage verstanden habe, weil die Frage von schlechter Musik, also ich tue mir ganz einfach sehr schwer mit der Frage, das überhaupt zu bewerten. Jetzt kann ich natürlich groß davon reden, je nach Kontext, je nach Bildungsgrad, je nach Amateur oder Dilettantismus oder Profi. Also ich weiß jetzt nach meinen Eindrücken auf einer Kunstuniversität im Fach klassischem Gesang, schaue ich natürlich anders drauf, wenn jemand singt und wenn ich dann in einem Gespräch bin, wie hat dir das gefallen, wie war das für dich, kriege ich oft ein ganz anderes Feedback, wie diese Sängerin beispielsweise mit Mezzo, das wäre meine Stimmlage, war, und ich hätte gesagt, na, das hat sie aber jetzt nicht schön geschafft in der Höhe oder in der Tiefe. Ja? Das entgeht aber jemand anderen. Deshalb tue ich mir schwer mit, was ist jetzt handwerklich schlecht oder nicht. Also schlecht, offensichtlich, offenkundig. Ich weiß nicht, ob es dieses offensichtlich gibt. Ich war immer wieder überrascht über so Diskussionen, über Sängerinnen beispielsweise, die ganz perfekt ein Stück gesungen haben und dass dann das Publikum, und auch Publikum finde ich jetzt sehr kritisch, weil das ist so eine statische Masse, die irgendwie zuhört und dann bewertet, so will ich es gar nicht verstanden wissen, aber wo dann das Publikum darauf reagiert hat, technisch perfekt, aber es hat mich vollkommen kalt gelassen. Mhm. Also es war mir eigentlich egal. Und dann war eine Sängerin, die hat vielleicht eine Partie besser gesungen, die andere, da hat sie einigermaßen geschwächelt mittendrin, aber die ist wesentlich besser und überzeugender rübergekommen. Und jetzt ist die Frage, deshalb tue ich mir schwer mit dieser Antwort. Also es war ganz klar, die eine hat das jetzt technisch perfekt gesungen, die andere nicht, aber von dem, was quasi bei den Rezipienten und Rezipientinnen hängen geblieben ist sozusagen, war die Bewertung auf jeden Fall, dass die quasi schlechter performt hat, um es jetzt provokant auszudrücken, die war, wo Rührung, wo Leidenschaft, wo etwas hängen geblieben ist sozusagen, wo eine Veränderung eingetreten ist. Und das meinte ich, es ist ja nicht im Auge, im Ohr des Rezipienten sozusagen und in der Beurteilung des Rezipienten. Na, aber mein Lerneffekt war, dass es scheinbar nicht nur die Technik ist, was jetzt für mich auch mal schwer zu schlucken war, für jemanden, der halt auch übt und weiß, wie mühsam das sein kann, aber tatsächlich verhält es sich so. Das mag jetzt ein Trost sein oder nicht, aber war für mich fast ein Plädoyer, auch für den Dilettantismus. Ich erinnere auch daran, dass Nietzsche selber komponiert hat. Ja. Wir haben vorher kurz darüber gesprochen und dann auch einen christlichen Choral noch gemacht hat. Man mag es nicht glauben. Also wenn ich das jetzt höre im Nachhinein, die wenigen Aufnahmen, muss ich sagen, also von Dilettantismus ist da für mich wenig Spur. Das ist ganz sauber gemacht. Natürlich, wenn jetzt ein Profimusiker, Pianist oder Komponist drauf schaut, vielleicht auch Adorno drauf schaut, sagt, naja, das war halt ein netter Versuch. Ja? Aber wenn Sie es jetzt hören und mit aktuellen Versuchen vergleichen, würden Sie sagen, es ist eigentlich sozusagen ganz okay, zumindest große Dissonanzen gibt es jetzt mal nicht. Ja. Also die provokante Frage ist ja, gibt es gute und schlechte Musik? Ja, glaube ich schon. Und zwar völlig unabhängig von Genres. Absolut. Ja. Aber
meine völlig subjektive Definition, die gilt so ziemlich für alle Kunstwerke. Es gibt Sachen, mit denen beschäftigt man sich und dann hat man sie irgendwann begriffen, ausgeschöpft. Man weiß, was sie können, man hat sie wahrgenommen. Und es gibt Sachen, zu denen kommt man endlos zurück über Jahre und Jahrzehnte und man entdeckt immer noch mehr Dinge und immer noch neue Dinge. Und immer wieder, man verändert sich und als veränderter Mensch entdeckt man dann nochmal andere Landschaften drin. Das ist für mich gute Kunst und das ist dementsprechend auch für mich gute Musik. Wenn ich zu einer Bach-Solosonate zurückkomme und ich habe die wirklich schon gespielt, seit ich 17 bin, und ich finde immer wieder völlig neue Stücke. Und das ist für mich ein Universum, das so endlos faszinierend ist, das ist für mich das, was man so altbacken große Kunst nennt. Und ein Stück, was ich dann eben einmal gespielt habe und ich weiß, also sogar ich kann dem musikalisch genügen und ich habe jetzt wirklich so ausgereizt, was drinsteckt, das ist natürlich auch sehr subjektiv. Vielleicht sehe ich es einfach nicht, was drinsteckt, vielleicht kann ich es einfach nicht realisieren, vielleicht könnte ich das in 10 Jahren, aber ich glaube, ich finde es schwierig, eine objektivere Definition für Qualität zu finden. Man kann das vielleicht noch so ein bisschen auf intersubjektives Niveau heben und sagen, viele Menschen können sich doch so nach Glockenkurve mehr oder weniger einig sein. Aber letztendlich ist es doch die Frage, was löst es in mir aus? Wie viel Resonanz hat es in mir und wie viel Resonanz hat es noch, die ich noch nicht ausgeschöpft habe? Eine Bemerkung dazu, weil Sie mich gerade inspiriert haben mit dem Satz. Die einzige Möglichkeit, mich da jetzt rauszubüxieren, wäre zu sagen, es gibt die schlechte Musik zum falschen Zeitpunkt. Und es gibt definitiv einen Zeitpunkt für verschiedenste Arten möglicherweise von Musik und es gibt den absolut falschen Zeitpunkt. Ja? Also in der Früh geweckt zu werden mit einer vielleicht nepalesischen Trommelmusik ist so ziemlich das, was ich sicher nicht möchte. Oder Acid Jazz oder irgendwas. Egal, vielleicht auch Hard Rock, was auch immer. Ja. Gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Also ich glaube, vielleicht das ist das stärkste Charakteristikum. Es gibt einfach die falsche Musik zum falschen Zeitpunkt. Ich würde jetzt den Herrn Professor Diederichsen zuerst bitten, kurz. Ja, ich denke auch, es gibt auf jeden Fall schlechte Musik, aber das ist ja auf keinen Fall Musik, die irgendwie die handwerklich nicht gelingt. Aber ich denke, das ist ja eben misslungen, aber das ist ja nicht schlecht. Schlecht denke ich, also man müsste schon fragen, also ich mache das auch, das ist auch etwas, was man, glaube ich, denke, für alle Kunst gilt, aber es wäre ein anderer Vorschlag, denn ich denke, dass das, auf das man immer wieder zurückkommt, nicht um das Einzige ist, was verdient gelobt zu werden, sondern es können auch ganz andere Effekte sein, die nun mal halt nicht wiederholbar sind oder so. Aber ich denke, man kann fragen, die erste Frage könnte sein, was soll das sein, was ich da höre? Also welche Funktion soll es haben? Zweitens, erfüllt es diese Funktion? Und drittens, finde ich gut, dass es diese Funktion haben soll? Und das dritte ist natürlich eine gesellschaftliche Frage. Das ist die Frage, ist es für die Welt gut, dass es diese Art von Musik gibt? Und da nehme ich mir also ein Urteil heraus, das nicht mein individuelles Urteil ist. Also natürlich ist mein individuelles Urteil, aber das nicht über meine persönlichen Wünsche oder meine persönlichen Genussmöglichkeiten Auskunft gibt, sondern tatsächlich anmaßenderweise darüber, was ich glaube, was für die Welt gut ist. Also das kommt dann auch noch mit rein. Und dann könnte ich sagen, das ist zwar tatsächlich wirklich Bluesrock von Weißen nachgemachter Bluesrock und er tut das auch, ist das auch im sozusagen richtigen Sinne dieses Genres, aber dieses Genre ist leider abzulehnen und zwar aus diversen Gründen. Das ist auch ein mögliches Urteil und das ist natürlich ein bestreitbares Urteil, darüber kann man wie über jedes Urteil streiten, aber es ist eins, das man haben kann. Dankeschön. Herr Professor Hilsberg-Clemens, bitte. Nein, ich kann mit dem nur anschließen, mit dem Universum. Ich habe vielleicht die Zauberflöte 200 Mal gespielt und es war mein letzter Abend in der Oper, den habe ich mir so ausgesucht. Das war Mozarts Geburtstag, 27. Jänner und es war Zauberflöte. Und es hat bessere und weniger gute Aufführungen gegeben jetzt, aber es hat keine einzige gegeben, wo ich nicht an irgendeiner Stelle, mindestens einer Stelle, mir gedacht habe, das ist mir noch nie aufgefallen. Das ist, könnte sein, vielleicht hat sich Mozart da dies oder jenes vorgestellt. Das hat es nicht einmal, nicht bei einer
Aufführung gegeben, dass das nicht eingetreten wäre. Und das ist für mich eben, ja. Wobei das ein wunderbares Beispiel ist, weil es eine gute und eine schlechte Oper ist. Es ist eine großartige Oper zu einem unsinnigen Text, der sicherlich ohne diese Musik nie überlebt hätte, wahrscheinlich keine 2 Jahre überlebt hätte. Aber ja, mit dieser Musik ist überlebt. Also es gibt Musik, aber, die gut und schlecht ist. Aber bitte allein schon ein Text, ein Vers, wenn es heißt, diesen Baum, da will ich zieren, mir an ihm den Hals abschnüren. Das ist eigentlich unüberbietbar. Bitte. Aber übrigens zu diesen Worten, das stand, also ich, das ist so etwas. Ich habe das gespielt ein ganzes Leben. Dann höre ich einen Vortrag von Jörg Widmann. Und der sagt, ja, also das muss man sich jetzt mal vorstellen, dass hier in Wien zu einem gewissen Zeitpunkt die Zauberflöte und das Requiem auf demselben Klavier gelegen sind, die Partituren. Weil Mozart ja an beiden gearbeitet hat. Jetzt das schon einmal, als, von der Vorstellung her, ist ja schon einmal was Besonderes. Aber genau zu diesen Worten, diesen Baum, da will ich ziehen, mir an ihn den Hals abschnüren, ist genau dieselbe Musik wie im Lacrimosa, seine letzten Noten. Und tara, tara, tara. Das ist doch, das ist ja wahnsinnig. Nicht, also eine da, dann sieht man nämlich auch den Papageno auf einmal in einer völlig anderen Dimension und dann begreift man auch erst, warum berührt einen die Figur des Papageno so tief. Und nämlich diese, dieser scheinbar oberflächliche Sinnenmensch und wie der leidet. Und das erinnert mich dann an das, wir haben letztens darüber gesprochen, was Wagner mal sich überlegt hat, kurz mit dem Gedanken gespielt hat, ein Drama zu schreiben, Achilles, also eine Tondichtung, und wo Thetis zum trauernden, um den Patroklos trauernden Achilles kommt und sagt, wenn er von der Rache absteht, verspricht sie ihm Unsterblichkeit und er lehnt das ab. Und dann als Mutter ist sie natürlich zutiefst getroffen, aber als Göttin verneigt sie sich vor ihm, weil sie erkennt, dass die Menschen im Leid größer sind als die Götter. Und das ist da bei Papageno und mir ist das, wie dann wie gesagt, ich spiele das da 200 Mal und noch immer und dann kommt jemand und sagt, was rein Äußerliches, ja, eine Tonfolge, und ist mir nicht aufgefallen. Mhm. Ein paar tausend andere sind mir schon aufgefallen, aber wie das Universum, wie Sie gesagt haben. Wenn ich noch eine kleine Anmerkung anführen darf, weil sie, glaube ich, in diesem Kontext sehr interessant ist. Es fiel mir ein bei dem Papageno. Wir neigen dazu, große Kunstwerke zu mystifizieren und in denen große, tiefe Sinnzusammenhänge zu erkennen. Das größte Werk der abendländischen Musik, hört man immer wieder, ist Bachs Hallmollmesse. In Bachs Hallmollmesse gibt es genau 4,5 Minuten Musik, die für die Hallmollmesse geschrieben wurde. Alles andere hat Bach von sich selbst gestohlen, ja, und zwar von, ja, säkulären Kantaten, ja, die er für irgendwelche Geburtstage irgendwelcher, ja, Fürsten geschrieben hatte. Oder, aber er war halt Bach. Und er konnte halt Musik dieser Qualität. Aber wir sehen immer so das Essentialistische in Musik. Die Größe, die in diesem Fall die religiöse Größe. Aber die Größe lag in Bach und nicht im Subjekt. Darf ich da nur, das hat wahrscheinlich diese Besucherin erfasst. Mir hat Riccardo Muti, wie er noch in Philadelphia Chef war, hat er dort die Hohe Messe gemacht. Und er hat gesagt, na, es war zum Schluss, war nicht einmal mehr die Hälfte des Publikums da. Und er ist ins Künstlerzimmer gegangen, völlig gebrochen. Also er verlässt den Kontinent oder er gibt den Beruf auf oder sonst irgendwas. Er kann es sehr dramatisch schildern. Und er, sonst normalerweise immer viele Fans da und Leute und Unterschriften da. Niemand. Er ganz allein. Und also, Bach und das, was die Menschheit also unterscheidet von anderen Lebewesen. Und auf einmal hört er Schritte draußen. Dann kommt eine kleine Dame, es klopft an der Tür, kommt eine kleine Dame herein, kommt zu ihm, geht ganz nahe zu ihm, schaut ihn an und dann sagt sie, Maestro, wo lassen Sie Ihre Haare schneiden?
sein Papier von Sevilla. Aber das ist vielleicht das, war das Wichtigste für dich. Aber ich finde, da kommt jetzt ein guter Punkt raus, ja. Also dieses Mystifizieren, genau. Aber nicht nur des Werkes, sondern schon auch des Künstlers, des Kompositeurs. Da sind wir jetzt wieder kurz bei den Patriarchalen. Ich muss ja fast jetzt drauf reagieren als die einzige Frau am Podium. Aber mal abgesehen davon ist es spannend, dass wir scheinbar Schwierigkeiten haben, uns einfach auf die Musik zu konzentrieren. Also wenn Sie jetzt Musik jetzt in einem rituellen Umfeld etc. erleben, sind die Künstler nebensächlich. Die sind Ausführende, die das können und sie machen das. Sie werden auch möglicherweise dafür bezahlt. Sie genießen vielleicht auch ein gewisses Ansehen. Aber dieser Kult um die Künstlerpersönlichkeit, das ist schon etwas auch sehr Europäisches. Das möchte ich jetzt gar nicht bewerten, ob gut oder schlecht. Aber spannend ist, dass es nicht so sein muss. Also es kann auch einfach um das Musikstück an sich sein, um das Erleben dieses Musikstücks. Und es muss keinen großen Künstler geben, der jetzt zentral ist, keine große Sängerin, die zentral ist, sondern einfach nur das Werk an sich wertgeschätzt werden. Und das hat lustigerweise Adorno sehr gut in der ästhetischen Theorie auch mal angemerkt. Also dass unser Fokus auf diese Künstlerpersönlichkeit schon noch etwas sehr Verdächtiges hat. Also seit wann geht es quasi um den Künstler so viel und warum nicht eigentlich um das, was er macht und was er mit seinem Werk erreicht. Also quasi der Künstler nur als Werkzeug, um das zu schaffen, aber nicht quasi das Objekt oder das Subjekt der Anbetung oder das Idol, wie jetzt auch in der Popmusik etc., sondern es geht quasi um das, was er oder sie schafft. Aber ich bleibe jetzt bei ihr, weil tatsächlich die Geschichte der Musik, zumindest die überlieferte, noch immer sehr, sehr männlich ist. Das muss man mal sagen. Aber wie gesagt, in anderen Kulturen ist es eben nicht so, dass die Konzentration so auf die Figur des Kompositeurs oder der Komponistin ist. Und wir wissen auch ungefähr erst seit 500 Jahren in etwa, wer etwas komponiert hat, wer was komponiert hat. Davor war der Komponist, der Kompositeur oder auch die Komponistin eher irrelevant. Ich meine, Hildegard von Bingen gab es auch, das war noch früher. Aber im Großen und Ganzen wurden erst wesentlich später die Komponisten und die Erzeuger der Musik auch namentlich mitgenannt. Das stimmt. Und auch die Aufzeichnung jetzt durch Notenschrift trägt natürlich dazu bei. Also es gibt natürlich auch Überlieferungen, die sich mit Silben, mit Sprachsilben festschreiben lassen. Aber da geht es halt viel darum, zu hören, direkt zu lernen und das dann weiter zu tradieren. Durchaus dann auch in Familien, die beispielsweise dann genau dieses eine Instrument spielen. Oder jetzt bringe ich nochmal das Beispiel von Nepal oder Indien auch, wo es Kasten gibt, denen bestimmt die Instrumente zugeteilt sind und dieses Instrument beispielsweise ein Kennzeichen für die soziale Stellung ist, was übrigens jetzt, wenn Sie mir noch die Bemerkung erlauben, ein großes Problem wird, weil natürlich man den sozialen Aufstieg schaffen will und ein Blasinstrument jetzt zu spielen, ein ganz spezielles Ausdruck ist, einer unteren sozialen Schicht anzugehören. Ja. Da muss man das Instrument wechseln. Ganz genau, oder man macht schlau, wie einige deutsche Musikethnologen, die versucht haben, durch eben deutsche Studenten oder internationale Studenten quasi diese Musikinstrumente zu retten. Das ist ihnen auch gelungen und jetzt wieder Junge dafür zu begeistern. Aber wie gesagt, auch diese ganz starke soziale und rituelle Verknüpfung ist so stark, dass es manche Instrumente möglicherweise auch nicht überleben werden. Ich denke ja, dass diese Dame da genau das Richtige gemacht hat und genau das Richtige gesehen hat. Das Richtige gefragt hat. Sie hat das Richtige gesehen. Sie hat tatsächlich eine interessante ästhetische Erfahrung gemacht, denn wenn es sozusagen, wenn das ein gelungener Abend war, dann war der Abend eben, dann hat er eben so viel sozusagen suspendiert von Schwere und belastet sein, dass sie dann eben tatsächlich das Unwillkürliche war der entscheidende Aspekt dieses Abends, das woran der von Intentionen geprägte Musizierende, woran der überhaupt nicht gedacht hat, dass das, was eigentlich war, was an dem Abend der Punkt war, das war das Supplement, die Frisur. Ich würde ja auch sagen, dass man heutzutage, wenn man an ein Konzert geht, sozusagen ethnografisch das Publikum von klassischer Musik und das Publikum von allen anderen Musiken ja immer noch an einem Kriterium unterscheiden kann. Das Publikum von sogenannter klassischer Musik macht gern mal beim Musikhören die Augen zu
Und das würde ein anderes Publikum nie machen. Die würden immer, immer, immer schauen, was die Musizierenden tun. Nicht, weil sie die als Künstler so verehren oder als Künstlersubjekte überhöhen, sondern weil es einfach, weil das sozusagen das Nebensächliche, was dabei so passiert, wie die so angezogen sind, was die so machen, was die so aus Versehen machen, die eigentliche Attraktion ist. Okay. Vielen Dank. Das war meine Uhr. Es war ein plumper Hinweis meines Timers. Wir haben nur noch ein paar Minuten übrig in unserem Livestream. Ich trotzdem noch was sagen, bitte, weil zu dieser letzten Runde. Weil ich ganz gerne noch was, sozusagen ein philosophisches Statement anbringen möchte zu dieser Frage, die ja gelautet hat, inwieweit Werturteile verlässlich sind. Ob es irgendeinen Grund gibt zur Annahme, tatsächlich verlässlich sagen zu können, ob etwas gut oder schlecht sei, in Bezug halt jetzt auf Musik. Es gibt eine lange Tradition in der Philosophie rund um die Frage, inwieweit Werturteile wahrheitsfähig sind. Es gibt zwei Arten von Werturteile, moralische und ästhetische. Wir reden jetzt über ästhetische. Und wenn es um ästhetische Werturteile gibt, dann haben wir hier also die Frage, inwieweit wir tatsächlich bewerten können, ob etwas gut oder schlecht sei, dann begegnen wir hier einem recht interessanten Phänomen, nämlich dass, und diese Diskussion hat das, wenn Sie mir das erlauben, aus meiner Perspektive schön gezeigt, dass wir einerseits zwar immer davon sprechen, was es für mich sei, gut oder schlecht, wurscht in welchem Kontext jetzt, aber den Anspruch erheben, dass es allgemein gültig sei. Es ist so ein Zug im ästhetischen Urteil, einerseits zu sagen, es ist mein Geschmack, aber dieser Geschmack soll doch bitte auch einer sein, der zumindest intersubjektiv auch gültig ist. Und das ist ein recht interessanter Aspekt, den ich zu dieser Frage hinsichtlich der ästhetischen Werturteile noch einbringen wollte. Dankeschön, ja. Und damit komme ich eigentlich zu unserer Schlussrunde und zur abschließenden, vielleicht etwas unphilosophischeren Frage, nämlich einer, aber deren Antwort uns natürlich auch sehr interessiert. Und das ist eine eher persönliche. Und die lautet ganz einfach, welche Musik mögen Sie persönlich gerne und warum vielleicht auch? Beziehungsweise, wie hat sich Ihr persönlicher Musikgeschmack über die Jahre vielleicht weiterentwickelt oder verändert? Und Heinz, ich fange gleich mit dir an. Ich soll beginnen? Ja, so in der Runde gehen wir durch, bitte. Wahrscheinlich ist auch gut so, weil meine Antwort recht unspektakulär ist. Ich bin ein bisschen ein Wildsau, was Musik angeht. Mich interessiert tatsächlich das Musikphilosophische und der größte gemeinsame Nenner in all der Musik, die es gibt, egal ob sie europäisch, nicht europäisch, vergangene oder vielleicht auch zukünftige Musik ist, ob es Geräusche sind oder was auch immer. Bei meinem Musikgeschmack bin ich, wie soll ich das sagen, ich habe schon viele Anläufe unternommen und wir haben uns letztens darüber unterhalten, mich irgendwie hineinzuleben in die klassische Musik. Ich habe mich gezwungen zu vielen Besuchen in Konzerthäusern und Opern, aber ich falle, wenn es darum geht, eine Musik auszuwählen, die mir gut tut, die mir gefällt, falle ich immer wieder zurück in jene Musik, die mich in meiner Jugend geprägt hat. Und ich komme aus dieser Soul- und Funk-Generation und ich liebe Curtis Mayfield, ich liebe Earth, Wind & Fire, ich liebe Quincy Jones, ich liebe all jene Musik, die halt irgendwie Motown-mäßig irgendwo hervorgekommen ist. Das berührt mich. Und auf der Funk-Seite, ich gehe auf bei Cameo, es gibt auch eine ganz tolle österreichische Funkband, Hot Bands Road Club. Das höre ich. Wenn ich möchte, dass es mir gut geht. Die hohe Musik, von der hier oftmals gesprochen wurde, ich möchte es einfach so sagen, ja, ich habe diesen Zugang bis heute nicht gefunden. Musikphilosophisch interessiert es mich. Ich lese wahnsinnig gern Reflexionen von Adorno etwa über Mahler und so, aber höre ich dann Mahler, geht es mir nicht so wie Adorno, offensichtlich. Öfters hören, nicht aufgeben. Herr Professor, darf ich Sie nach Ihrer Lieblingsmusik fragen? Ich kann die fürchterliche Antwort geben, die langweiligste und schrecklichste, die es Gern. Gibt, nämlich alles. Schön. Um dann aber wieder einzuschränken, ja, ich würde von den eben genannten Curtis Mayfield tatsächlich auch ganz hoch ansetzen. Also das, denke ich, ist
von der Menschheit selten erreicht worden. Curtis Mayfield, das ist, denke ich, Bob Dylan, mit das auch. Wichtigste. Ja, Bob Dylan ist ein komplizierter Fall. Würde ich auch nicht unbedingt so unter Musik rechnen, aber ist egal. Beziehungsweise unter der, aber jetzt hier führt zu weit meine Position zu Popmusik und so weiter, bla bla bla. Aber ganz generell kann ich dann doch sagen, mich interessiert wirklich jede Art Musik, aber sie müsste schon so ungefähr ab 1900 entstanden sein. Musik, die davor entstanden ist, erreicht mich eigentlich auch nicht. Mhm. Dankeschön. Lieber Clemens, bevor ich rate, sag du es lieber. Schon was davor entstanden ist. Nein, wenn diese Frage, was würden Sie auf eine Insel mitnehmen, welches Stück, dann muss ich dazu sagen, die Insel ist nicht groß genug, die gibt es nicht. Kannst du auf einen USB-Stick mitnehmen? Passt alles drauf auf einen USB-Stick. Ja, vielleicht heute ginge das besser. Aber ich könnte es nicht sagen. Also das. Aber ich kenne das ja von dir oder auch von Kollegen von dir. Ihr könnt euch dann ja sehr oft auf ein Stück, auf eine Passage, die euch so berührt und die ihr als die Lieblingspassage für euch persönlich bezeichnet. Habe ich doch schon öfters gehört. Ja. Aber ich will dich da jetzt nicht festlegen. Ich meine, ich kenne dein Repertoire und was du alles gespielt hast im Laufe deiner Karriere und immer noch tust. Schau, es ist etwas von wegen hinführen. Das ist eine gefährliche Sache, weil wir wohnen wenig knapp auseinander. Also, ja, ich könnte ihn ja zu dir hinführen. Ja, das, aber es gibt mit eine einzige Sache sagen, von wegen hinführen. Es gibt im ganzen Tristan und Isolde kommt an einer Stelle das Wort, also Gott kommt nicht vor, aber göttlich kommt vor. Und da heißt es göttlich ewiges Urvergessen. Und das ist harmonisch relativ kompliziert. Und aber auf das Wort Urvergessen, das ist ein D. Jetzt glaubt man, es ist D-Dur. Und in Wahrheit ist es aber harmonisch gesehen S-S-Dur. Das heißt, eine Tonart, die es nicht gibt, weil die kann man nicht aufschreiben. Das wäre enharmonisch, man verwechselt es enharmonisch und dadurch wird es D-Dur. Wenn man das nicht, man braucht das nicht zu wissen, aber wenn man, wie der Schiller sagt, ein fühlend Herz hat, und das haben offenkundig doch sehr viele, dann merkt man an solchen Stellen, ja, merkt man, da ist eine Dimension im Spiel, die kann ich nicht vielleicht also analysieren für mich selber, aber ich fühle es. Dankeschön, sehr schön. Philipp, bitte. Noch eine banale und schreckliche Antwort. Sehr oft ist es tatsächlich die Musik, mit der ich mich gerade beschäftige. Ich bin ein komisches Kind meiner Zeit. Meine Mutter war Sängerin, mein Vater war Dirigent und ich bin in einem Haus voller Klassik aufgewachsen und bin irgendwie nie zu was anderem gekommen. Habe auch das jugendliche Rebellieren irgendwie auf anderen ästhetischen Ebenen gemacht und habe also als Jugendlicher kaum Pop oder Rock oder Funk oder Motown oder sowas gehört. Und jetzt als Erwachsener sehe ich es und finde ich es interessant und meine Horizonte öffnen sich und ich kenne inzwischen viel mehr Musik und viel mehr Musikarten, als ich das früher tat, als ich es eigentlich hätte kennen sollen. Aber ja, meine Heimat ist tatsächlich immer noch die Klassik. Es ist immer schön, aus der Heimat mal rauszukommen. In der Heimat ist auch vieles falsch. Der Fetischismus, das Museum. Aber ja, das ist die Sprache, die ich am besten spreche. Und insofern, das ist, da bin ich zu Hause. Ich komme immer wieder zu Bach zurück. Kein Fehler. Liebe Frau Dr. Hirn, bitte. Ein bunter Mischmasch. Ich hatte immer Zugang zur Klassik. Aber gar nicht so, weil mein Elternhaus so unglaublich klassikgesinnt war. Es war einfach selbstverständlich, auch Klassik zu hören. Ich musste mich dem Jazz ein bisschen annähern. Das war eine Entwicklung dann auch im Studium relativ spät. Ich kann vielleicht eher sagen, was ich nicht aushalte, und das ist relativ einfach zu sagen, nämlich ein Klassiker, lustigerweise, ich liebe Stücke des Mittelalters, ich liebe Stücke der Neuzeit, Gesualdo etc. Ich kann mich für all das erwärmen und auch das gesanglich zu arbeiten ist spannend.
den ich nicht aushalte, und das war, bevor ich Nietzsche gelesen habe, ist Wagner. Ich war immer eine leidenschaftliche Bizet-Hörerin, lustigerweise weniger wegen den Vokalstücken als wegen den Instrumentalstücken in der Oper. Also das war nochmal ein Anklang bei mir dann bei der Nietzsche-Lektüre. Und was ich gar nicht aushalte, ist Schlager. Also alle Musik, die glücklich machen will und die so erzwungenerweise Freude bringen will, ja. Also das empfinde ich beispielsweise nicht, wenn ich jetzt so einen typischen Beethoven anhöre, ja. Das ist nicht so eine erzwungene Art von Lustigkeit, von gute Laune Gefühl. Also ich habe ein großes Misstrauen gegenüber dieser gute Laune Musik, und sonst kann man mich eigentlich mit allem überraschen oder lasse ich mich eigentlich auf alles ein. Schön, dann nehme ich das auch als Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Teilnahme am Podium und für Ihr Kommen. Geschätztes Publikum hier im Saal und auch Zuseherinnen und Zuseher über Livestream, ich danke für die Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir haben ein bisschen überzogen, aber es gibt keine Folgesendung nach uns, also wir mussten nicht ganz pünktlich aufhören. Und Ihre hochinteressanten Beiträge und Statements haben den heutigen Abend sehr bereichert. Allen miteinander noch einmal ein herzliches Dankeschön. Die Kabinettausstellung von Dr. Heinz Ballaser, vom Erhabenen zum Abscheulichen, Nachdenken über Musik, sehen Sie, wie gesagt, noch bis Ende Januar 2023 bei uns im Haus. Und an dieser Stelle mache ich jetzt kurz einen Armin Wolf. Ich verabschiede mich an dieser Stelle nun von den Live-Zusehern im Stream und sage guten Abend aus dem Haus der Musik. Dankeschön. Verehrtes Publikum, verehrtes Publikum.